Wir geben dir einfach gebuffte Gegner, damit du deine ganze Heilung aufgibst. Und dann geben wir dir einfach ein Monster, damit du gar keine Heilung hast. Viel Spaß beim Sterben. Ach, ist ja wie ein Monster Hunter, Mensch. Wo ist die Heilung hier hin? Der war doch gerade noch im Busch. Gott. Ja, lass mich bitte. Danke. Runter, 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 runter. Ah, falsche Seite. Falsche Seite. Falsche Seite. Oh, weil ich die Heilung gebietet habe. Ich habe keine. Toll. Schmeckt's? Hoch, 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 hoch! Mir fehlt die Heilung. Mir fehlen alle meine Gesundheitspots, die ich gerade alle versemmelt habe. Gib mir das auf den Sack. Ich könnte einen Tisch beißen. Es ist schlimmer als Monster Hunter. In Monster Hunter World darf ich mich wenigstens refreshen, so. Hier ist halt frisst oder stirb. Hier spawnen nicht mal mehr die Pflanzen. Die haben auch schon keinen Bock mehr. Ich habe halt auch nur keinen Kühlsaft mehr. Okay, das wird auch nichts, das zum Explodieren zu bringen. Hoch, 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 hoch. Okay.
Er baut halt jedes Mal die Stacks wieder ab, die ich aufbaue. Ist zum Kotzen. Sie ist im Frost gefangen. Was du nicht sagst. Oh, ich bin reingejumpt. Let's go. Aufstehen, 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 aufstehen. Wieso? Dreckiges Stück. Gott, jetzt tauch auf! Gott, der ist so schnell. Komm schon, Maulwurf. Spielen jetzt hier Katze und Maus. Vor uns haben wir ihn mit dem Fokus gesehen. Das wundert mich.
Dass er jetzt immer so krass untertaucht. Hat er vorhin nicht gemacht. Das hat er vorhin halt wirklich nicht gemacht. Ja, dann Lurwälder. Wir gehen die Ressourcen aus. Versuche den Lobehälter zu kriegen, mein Gott. Wir haben ihn unter Half-Life. Mühsamer Netz, das Eichhörnchen. Bin ein bisschen zu nah gerade. Ja, genau deswegen. Geht die Munition aus, das ist zum Kotzen. Ah, shit. Okay, den Lohrbehälter kriege ich nicht. Nein, mein Akku. Ich muss gleich meinen Controller anschließen. Wo ist er? Zu nah. Viel zu nah. Traut er sich gar nicht mehr raus, aber. Oh no. Oh no. Also, ist er weg. Ah! Nein! Hoch, 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 hoch! Wo ist er? Als ob er immer noch vergraben ist! Das kann sich noch um Stunden handeln, ja. Ich hab gleich nichts mehr. Geht mir so auf Keks. Ich muss ihn aber. Okay. Oh Gott im Himmel, ey.
ich muss, glaube ich, warte mal. Ich muss ganz kurz meinen Controller anschließen. Es fängt an zu laggen. Warte. Warte. Geht der jetzt? Ich hoffe es. Das waren 200er, das war nice. Gott! Dieser Steinbrecher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. Fühl dich einfach 20.000 Mal von mir beleidigt. Dass ich so dreckig spielen muss. Ist so peinlich. Aber es ging nicht anders. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es. Ich hasse dieses abgöttige Kackvieh. Dass ich jetzt so... Oh nee, dass ich wie so ein Chicken Nugget da oben standen musste. Ich habe halt nichts mehr. Ich habe wirklich gar nichts mehr. Oh Mann. Ich habe halt auch keine... Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Lohe mehr. Ich habe keinen Kühlsaft mehr. Ich habe nichts mehr. Oh, was soll denn ein Donnerkiefer sagen? Einfach nicht dran denken. Einfach froh sein, dass wir den jetzt erstmal geschafft haben. Wir müssen halt erstmal unsere Heilung auffrischen. Completely auffrischen. Oh weia. Och nee. Bitte einfach nie wieder. Lass mich jetzt mal so 10 Stunden von solchen Viechern befreit. Ist noch was? Weil wieso sieht hier überall Kaktus? Heilende Beeren, Wildfleisch, Vitalisierung. Ah. Ey, ohne Witz, das Menü habe ich vor uns aus Versehen aufgemacht. War so. Nö. Aber wir haben halt fast gar keine Beeren mehr. Ich brauche unbedingt heilende Beeren. Aber wir sind auch keine mehr. Es ist halt... Es ist halt nicht so einfach. Komme ich jetzt hier eigentlich raus? Gar nicht. Sind schon dran vorbeigelaufen. Oh Mann. Aber ich habe die Viecher schon immer gehasst. Einfach schon immer. Auf den Wagen müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Porguf meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Nee, die verbrenne ich. Das ist es mir nicht wert. Was ich gerade leiden musste, das, nee. Soll er selber holen. Ich bestelle ihn auch nochmal so einen schönen Steinbrecher und dann kann er sich das selber holen. So, dann viel Spaß. So, das ist... Ich möchte ihn da gar nicht erst den Spaß verderben. Ich will ihn da nur das Beste, das ist die schönste Unterhaltung, die er je haben wird, einfach mit einem Steinbrecher zusammen chillen. Da hinten ist noch was Lilanes. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Das rechtfertigt immer noch nicht meine Bemühungen. Ist das denn... Osseram-Fürsterin? Okay, wir haben eine Rüstung erhalten. Sprachnotiz.
Bin ich blind? Sag jetzt bloß nicht ja. Vorwurfs Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Für den haben wir das getan. Never ever again. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss im westlichen Tunnel gerannt sein. Na bitte, ein Weg hier raus. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. Schön, wie das Fass sich noch gedreht hat. So habe ich notfalls noch einen Weg nach Osten. Ich habe keinen Karja unter den Toten entdeckt. Amadis hat es wohl geschafft. Ach, hier sind wir. Jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, wo wir sind. Jetzt müssen wir doch aber wieder zurück. Gibt es denn irgendwie einen Shortcut eigentlich? Waren wir hier noch nicht? Verdächtig. Ich muss da... Warte mal. Ich bin ein Zugang zur Ostseite. Hab ich doch. Hä? Haben wir den nicht gerade gefunden, den Zugang? Können wir den Pfeil bitte wegstecken? Der ist übelste Sorte irritieren. Hier ist es dann weg. Da ist ein nicht identifiziertes Signal. Ich glaube, ich sollte die mal lesen. Hey Mom, du hattest recht, ich bin mal so safe gekommen. So. Der Türcode ist 2054. Wer lesen kann, ist halt klar im Vorteil, ne? Warte. 2054. Okay. Okay. Finde einen Zugang zur Ostseite der Schlucht. Hä? Ich speichere mal kurz. Wie? Soundbug? Hier haben wir damals die große Schildkröte geknackt.